der Dommel und der Mike von der Troglauer. Troglauer kennt man bei unserem Radio noch nicht so häufig, aber ihr seid ja schon ewig, würde ich mal sagen, unterwegs als Band, oder? Genau, uns gibt es jetzt 19 Jahre. Wir feiern nächstes Jahr unser 20-Jähriges und durften wahnsinnig viel schon erleben und freuen uns, dass wir jetzt auch mal hier sein dürfen bei euch. In der Schweiz seid ihr aber auch schon mehrfach gewesen, oder? Wir waren schon einige Male in der Schweiz, also kürzlich jetzt im Sommer in Glarus beim großen Festival. Wo waren wir noch? Auf noch ein paar Festivals. Ja. Also wir waren schon ein paar Mal da, aber es ist immer wieder schön, hier in der Schweiz aufzutreten. Und ihr habt ja, wie Schweizer auch, Schweizer Bands auch, so eine Mischung zwischen Volksmusik und Rock-Pop-Musik. Ja, wir sind eigentlich, also vor 20 Jahren waren wir noch eine Rockband, ja. Und wir wurden für ein Fest angefragt bei uns im Ort, ob wir nicht einmal bitte Musik in Lederhosen spielen könnten. Sie finden keine Band und wir sind doch Musikanten, wir können das doch. Und dann haben wir wirklich unsere Lederhosen ausgepackt und haben dann Musik gemacht, wie eben Rockmusiker Volksmusik spielen würden. Und so ist unsere Heavy Volksmusik entstanden. Und eigentlich war das ja nur gedacht für ein einziges Konzert. Und jetzt sind wir 20 Jahre unterwegs zusammen. Und jetzt machen viele andere das auch. Ihr seid quasi, könnte man sagen, Pioniere in diesem Bereich, oder nicht? Also damals vor 20 Jahren waren wir tatsächlich Pioniere. Also da war es noch nicht üblich, dass man mit der Lederhose fortgeht und auf die Bühne steigt. Und das waren wir natürlich Pioniere in diesem Genre Heavy Volksmusik. Natürlich gibt es jetzt viele, die ähnliche Musik machen. Wir sind die Ersten gewesen. Habt ihr dann Volksmusik aus der Rockmusik eigentlich kommend und dann Volksmusik? Aber das muss man ja auch irgendwo schon im Blut haben, oder nicht? Naja, wir haben, also der Dommel zum Beispiel hat Akkordeon gelernt in seiner Jugend. Ich habe tatsächlich 15 Jahre Kirchenmusik gelernt und habe schön brav in der Kirche gespielt, habe auch Akkordeon gespielt. Und so ist es halt so passiert, dass wir tatsächlich AC/DC versucht haben, mit Bayerisch, mit Quetschen zu spielen, aber natürlich auch die Kastelruther Spatzen dann in unserer Version mit schöner, fetter Gitarre. Und das waren so die Anfänge, da haben wir dann nur gecovert und haben die Lieder so versucht, so umzudrehen wie denn möglich, also Volksmusik dann eher rockig zu spielen und Rockmusik zu verbayerischen oder traditionell zu spielen. Und dann wurde erst der eigene Song draus und dann der nächste und so ging es dann Jahr für Jahr weiter mit uns. Dann seid ihr eben dann auf die Idee gekommen, dass das funktioniert und gemerkt, es funktioniert und dann kommen die eigenen Songs, oder? Richtig. Gemerkt, dass es funktioniert. Es war ja eigentlich nur als einmaliger Auftritt geplant. Dann kamen natürlich nach dem Auftritt Leute, Mensch, ihr müsst es nochmal machen. Dann haben wir gesagt, hat eigentlich mega Spaß gemacht. Machen wir noch einen Auftritt, einen zweiten machen wir noch. Und dann kam der dritte, der vierte. Irgendwann war dann Sony Music vor der Haustür gestanden, hat angerufen, Troglauer. Wir brauchen euch, wir machen eine CD mit euch, wir nehmen Songs mit euch auf. Dann entstanden eigene Lieder und jetzt haben wir mittlerweile die 7. CD am Start und ja, funktioniert weiterhin sehr, sehr gut. Der Name Troglauer ist ja, glaube ich, wenn ich richtig informiert bin, ein Ortsname, oder nicht? Genau, also das ist ein ganz, ganz kleines Dorf und darf ich sagen, Dommel, von uns ist keiner aus Troglau, aber unser Proberaum ist immer noch in Troglau, das ist ein umgebauter Kuhstall, wo wir wirklich immer noch proben und immer da noch. Genau, und da wir gedacht haben, ja, es ist ja eh nur für einen Auftritt bei uns aus dem Dorf, weiß eh jeder, dass keiner aus Troglau ist, das ist doch witzig, haben wir uns Troglauer genannt und haben gedacht, naja, dann ist es ja eh. Nach dem Sonntag hat sich jeder vergessen und deshalb sind wir das geblieben, aber wir sind immer noch regelmäßig in Troglau im Proben. Und der Proberaum eben, der ist auch ein speziell, ein Proberaum, glaube ich, ursprünglich ein Kuhstall. Das ist tatsächlich so, also es war ein Kuhstall, der dann über ein paar Jahre nicht mehr benutzt ist und das ist, hat halt schöne, dicke, fette Wände und da konnten wir umbauen, so wie wir wollten und haben den natürlich dann schalldicht gehabt und auf außen sieht keiner, dass da irgendjemand probt drin. Wir konnten da tun und lassen, was wir wollen und das ist, deshalb nennen wir es auch eine Mu-Barack. Also daher der Name unseres Kuhstallproberaums, genau. Aber so Samples mit Moos und so habt ihr auch schon eingebaut, oder nicht?
Sample mit was? Mu. Mit Moose. Moose, ich dachte jetzt so amerikanischer nein. Moose. Nein, mit den Geräuschen der Kühe. Natürlich haben wir immer mal wieder Kuhglocken bei den Songs dabei oder einen lauten Kuhschrei, der kommt schon mal vor bei den Drucklauern. Mhm. Wie geht ihr ran an die Musik, wenn ihr neue Musik kreiert? Das ist der Mike. Also wir gehen, und wir haben auch das große Glück gehabt jetzt die letzten 20 Jahre, dass wir nie irgendwelche Vorgaben gehabt haben. Also das heißt, wir müssen jetzt unbedingt ein Album rausbringen, da muss mindestens so viel Akkordeon dabei sein, es muss immer genau, es muss um Liebe gehen, wir durften machen, was wir wollen, und so gehen wir an die Songs ran. Wir fangen einfach, irgendjemand kommt mit der Idee und die bauen wir dann zu einem Song, und wir wissen quasi am Anfang noch nicht, was es wird. Also es kann eine romantische Nummer entstehen oder hey, das ist ja viel geiler mit richtig schönen fetten Gitarren. Also so, es gibt bei uns keine Grenzen, wo wir uns aufhalten wollen, sondern je breiter es ist, umso cooler ist es. Also wir haben auch im Sommer, das ist ein Wahnsinn, ein Weihnachtslied auf einer CD gebracht, weil wir Jucheder erste Schnee, das ist uns eingefallen, und dann haben wir gedacht, das ist jetzt so geil, das bringen wir bei einer CD, die im Juli kommt, mit drauf. Also so verrückt sind wir. Ein bisschen verrückt muss man ja auch sein. Musiker, wie viele Instrumente spielen alle Drucklauer zusammen? Habt ihr das mal ausgerechnet? Oh. Das haben wir, glaube ich, noch nicht durchgezählt. Müssen wir jetzt einmal. Also jeder spielt bestimmt so zwei, drei, würde ich jetzt fast sagen. Dann kommen wir auf jeden Fall auf 15 bis 20 Instrumente, müsste man, wobei sich das oft überschneidet. Also ganz so viel wären es dann doch nicht. Und die werden alle von euch gespielt im Studio, wenn es zu Aufnahmen geht? Oder habt ihr da technische Hilfe? Mit meiner Kirchenorgel kann ich leider nicht punkten im Studio. Die konnte ich leider nicht transportieren. Das ist tatsächlich so, dass wir das meiste spielen, aber natürlich nicht alles. Also es gibt dann schon für gewisse Songs, wo wir uns dann Hilfe suchen oder jemand, der eine spezielle Gitarrenspielart zum Beispiel hat, wo wir sagen, Mensch, das wäre jetzt für das Lied, wird das Lied weiterbringen, wo wir aber sagen, ey, das kriegen wir einfach nicht hin. Also wir sind da jetzt auch nicht so verbohrt und sagen, das müssen wir alles selber machen. Wenn wir Hilfe brauchen, holen wir sie ja uns sehr gerne uns. Also, ja. Und was plant ihr für nächstes Jahr? Nächstes Jahr ist natürlich unser großes 20 Jahre Jubiläum, und da werden wir unter anderem ein großes Troglauer Open Air haben, ein großes Festival bei uns in der Heimat, und laden da ein paar befreundete Musiker ein und werden da auf unserem Stadtplatz in unserer Stadt, Troglau ist ein kleines Dorf, aber gleich daneben ist eine große Stadt, da feiern wir und machen da großes Open Air, da werden immer so 6.000 Leute da sein, und da werden wir so richtig groß feiern. Und das kann man natürlich alles online dann bei euch lesen, oder? Genau, also wir sind auf allen Social-Media-Plattformen, TikTok, Instagram, Facebook und so weiter, und natürlich auf unserer Homepage www.troglauer.de. Da gibt es wirklich alles, wer mehr über uns wissen will, über unsere Geschichte. Da gibt es jetzt auch im Laufe des Jahres immer wieder so Rückblicke über bestimmte Jahre, wo man sagt, Mensch, 2007 zum Beispiel war unsere erste CD, das war für uns kleine Troglauer Musikanten. Wenn dann natürlich die Sony mit unser Album produziert, da gibt es dann auch ein paar Videos, ein paar Songs von früher, die es auch nicht aufs Album geschafft haben. Also es ist wirklich extrem schön, immer mal wieder vorbeizuschauen. Es gibt immer was Neues. Sind wir ja gespannt. Ihr seid keine Troglauer. Haben die Troglauer, die Ur-Troglauer, denn euch so quasi so etwas wie adoptiert? Natürlich adoptiert. Wir sind quasi Ehrenbürger von Troglau. Wir sind eingemeindet quasi, aufgenommen worden. Und von daher dürfen wir uns nach wie vor Troglauer nennen. Dann wünschen wir alles Gute. Toi, toi, toi. Alles weitere online. Genau, vielen, vielen Dank, dass wir da sein dürfen. Und jetzt geht's auf die Bühne. Viel Spaß.